Es war so nett, der Erik meinte, so nach dem Motto, du bist ja in so vielen Hotels unterwegs auf der Welt. Ich habe jetzt versucht, so ein kleines bisschen in irgendwelche Suiten oder in irgendwelche Zimmer oder irgendwo mir jetzt was vorzustellen, was ich da sehen würde. Und bin deswegen vielleicht ein kleines bisschen nach dem außergewöhnlichen Lux gegangen. Noch mehr Verwandte, Bekannte, wird leider nicht funktionieren. Deshalb haben wir uns doch entschieden, dennoch einen kleinen feierlichen Rahmen zu veranstalten, um eure Leistungen zu würdigen. Ein Rahmen, der eigentlich jetzt, wenn man so in die Runde reinschaut, von den Stücken, die wir hier sehen, dem eigentlich gar nicht gerecht wird. Also es sind auch dieses Jahr wieder ganz wunderbare Stücke dabei. Jeder von euch, finde ich, kann stolz drauf sein, was ihr jetzt in den letzten Jahren geleistet habt. Und ich glaube, die Bühne gehört Ihnen, Herr Hofmann. Ja, ich bin also eins der Jurymitglieder. Und warum durfte ich Ihre wirklich schönen und beeindruckenden und außergewöhnlichen Werke auch mitbewerten? Ich arbeite oder ich habe ein Reisebüro und habe den Luxus, das eine oder andere schöne Hotel mal von innen gesehen zu haben und glaube, dass das schon mal für die Augen immer was ganz Feines ist, wenn man eben schöne Möbel darin sieht. Und deswegen fand ich das total, war eigentlich geflasht von dem, was ich hier gesehen habe, als ich reingekommen bin. Ja, wir hatten den Walter noch dabei, der ist Architekt, der ist heute leider nicht da, aber Norbert Thiel, der hat noch mitgewertet und der Thomas Wagang, ich glaube, du kommst am besten gleich mal zu mir. Gerne. Er ist Staubbaumeister der Stadt Hersbruck, also jetzt ein ganz anderes Thema als ich jetzt mit meiner optischen Geschichte. Und der Gerd, gut, da brauche ich nicht viel zu sagen, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Ich habe mir so überlegt, Mensch, Schreiner, was kann daraus werden? Harrison Ford ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ne? Also falls der eine oder andere, wie er schon gerade gesagt hat, so in die Richtung gehen will, aber bleiben Sie lieber dem Handwerk treu. Ich glaube, das hat auch goldenen Boden, so wie man es immer früher mal gesagt hat. Und ich finde es auch schön, dass Frauen dabei sind, also die Gesellinnen und Gesellen, die jetzt hier ihre Stücke vorgestellt haben. Es hat, also mich hat es persönlich sehr beeindruckt und ich glaube, wir können sagen, es war wirklich ein Wow-Effekt und wir haben auch wirklich sehr stark diskutiert, weil natürlich über Geschmack lässt sich nicht streiten einerseits, aber über die Vorgaben, die zu den Bewertungen
Die sind doch perfekt bei mir, aber wir hatten so die gestalterischen Schwerpunkte. Nur so viel. Also da können wir gerne Rede und Antwort stehen, weil wir es uns nicht leicht gemacht haben. Ja, wir haben drei Preise zu vergeben und wir haben zwei Belobigungen zu erwähnen. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an, ne, falls der eine oder andere da noch zu brezeln muss. Genau. Ich weiß ja, die ohne Belag sind die ab Position 6. Genau. Ne? Ja, gut, okay. Wir kontrollieren das nachher. Nein, wir kontrollieren das natürlich nicht. Zur ersten Belobigung, die übernehme ich sehr, sehr gerne, weil sie an eine Geschlechtsgenossin geht, an eine junge Dame, und zwar an die Marie Adler von der Albatros GmbH. Ich muss sagen, das heißt der Küchenbefehl neu interpretiert. Also es ist wirklich so, wir fanden die Proportionen, also von der Größe von oben nach unten nach oben, wie auch immer, sehr, sehr schön getroffen, also von der ganzen Aufteilung, die Ideen super eingebaut, auch mit diesem Flechtwerk macht es einerseits leicht und eben auch besonders. Aber ganz kurz. Ja? Vielleicht kann derjenige, der den Preis bekommt, sich vor sein Stück stellen und die anderen machen ein bisschen Platz, dann wissen wir, um was es geht. Wir haben empfunden, dass es eben auch mit der Beleuchtung, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade alles oder nicht, also auch die Beleuchtung für das Küchenbuffet fanden wir ganz witzig, die Mischung von den Materialien, auch das von der Holzstruktur her schön verarbeitet. Ergonomisch ist es sehr, sehr schön. Und das Einzige, was vielleicht so als kleiner Anhaltspunkt ist, wir haben so ein kleines bisschen diskutiert, dass die Brücke für das schöne Stück eigentlich ein bisschen sehr groß waren. Wir haben also angefangen, hätten wir Werkzeug gehabt, hätten wir also Löcher da reingebohrt oder wir hätten praktisch andere Griffe dran gemacht. Einfach als Idee, um es wirklich zu perfektionieren. Und deswegen ist es einerseits eine Belobigung und leider noch kein Preis geworden, aber ein wunderschönes Stück. Bei der zweiten Belobigung, da könnte jetzt der Thomas vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wenn du magst. Soll ich dir mit dem Namen und schon mal ja, ein bisschen helfen? Genau. Also da würde ich dann den Samuel Wittmann von den Möbelmachern bitten, weil er steht eigentlich schon sehr dekorativ an seinem Schränkchen. Das war mal die Nummer 1. Also dafür hat es jetzt leider nicht gelangt. Es war das 1er-Schränkchen bei uns. Und wir haben also sehr, sehr viel, sehr, sehr Schönes daran gesehen. Und hatten also auch da nur so ein paar kleine Punkte als Ideen, vielleicht, wenn du da mal... Ja, von der Gesamtform ist es eigentlich ein sehr, sehr, sehr schönes Stück. Die Proportion dieser Tür und auch die Verarbeitung, auch die Idee mit dieser Auskragung. Wir haben insgesamt gedacht, das ist schon sehr pfiffig, also wenn man so Möbel hat, das eigentlich jetzt hier die Griffe auch so versenkt, so versteckt drin hat, dann die Zinnungen, sehr, sehr vieles, was eigentlich sehr, sehr schön ist. Darum fragt man sich jetzt, ja, warum nur Belobigung? Wir haben gedacht, es geht ja um gute Form, es geht um so richtige so Ausreizung, und da haben wir diskutiert, wie ist es mit diesem gesamten Teil, mit der Basis sozusagen, mit den Füßen. Da passen einfach die Anschrägungen, die passen nicht so ganz zueinander. Also da haben wir diskutiert, die Schrägen der Füße und dann die Entsprechung hier oben, da hätten wir einfach noch mehr draus machen können. Vielleicht hätten die Füße auch stärker sein müssen, aber ich sehe natürlich, dass hier so eine Linie durchlaufen soll, aber man kann es nicht so ganz fassen, es ist einfach so dieses ganze, die Endperfektion fehlt noch. Und darum haben wir gedacht, die Belobigung, weil es ein sehr, sehr schönes Stück ist, weil es auch sehr, sehr schön gearbeitet ist und weil vieles dran ist, wo man denkt, ja Mensch, das hat einfach was.
Ja, wir haben auch gesagt, von der Materialästhetik her super schön, auch von der ganzen Maserung und von allem. Es ist super raffiniert, obwohl es eben eigentlich einfach im ersten Moment ist. Und das war so dieser, wo wir dann so diskutiert haben, warum, wieso, weshalb. Es ist einfach nur eine Geschmackssache mit der Form, so wie wir es halt gesehen haben. Deswegen war das eben so ein kleines bisschen dieser kleine Kritikpunkt, aber auf jeden Fall weiter so. Dann würde ich sagen... Der dritte Preis und da muss ich sagen, das ist für mich so ein bisschen, da komme ich jetzt so mit meinem Hotel ins Spiel. Hat ein bisschen Objektcharakter und ich würde jetzt sagen, oder als ich schwank aus meiner Jugend bei meinem Freund eingezogen bin, hat er gesagt, wir kaufen erstmal neue Möbel und das waren alles schwarze Holzmöbel. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich als Frau in einem schwarzen Holzmöbel, das geht gar nicht. Aber bei dem Stück jetzt von Moritz Wiech, damit könnte ich leben. Also, das ist praktisch unser dritter Preis. Wir fanden es wirklich auch sehr, sehr außergewöhnlich und sehr besonders. Das ist von der Spannerei Kügelmann. Genau. Und was total toll war, war einerseits, ich komme dir jetzt da mal ein bisschen näher, was wir sehr, sehr schön fanden, das war also einmal das Gefühl, ich nenne es jetzt mal ganz lapidar die Dekoration, eben für die Griffe nutzt, diese Abschrägungen an der Seite eben nicht einfach irgendwie gerade gearbeitet hast, sondern wirklich gesagt, das kommt nicht gemütlich, das passt schon irgendwie zusammen in die Schublade zu gehen, das wird schon gehen. Die verschiedenen Größen der Schublade, wenn du das jetzt als normale Frau sehen würdest, die Vasen sind immer zu groß, die musst du hinlegen, also du kannst wunderbar da drin manipulieren, größer, kleiner, alles gut. Unser Kritikpunkt, warum es jetzt nur der dritte Preis ist, ein bisschen weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Wir haben gesagt, weil es ist sehr schwarz und die Mischkombination von der Farbe wäre vielleicht noch eindrucksvoller hervorgekommen, wenn jetzt nicht so viel schwarze Streifen dazwischen gewesen wären, ein bisschen mehr Luft als Idee, das war jetzt nur eben so von uns, was könnte man noch besser machen oder perfektionieren. Und bei den Füßen war der Wunsch, Mensch, wenn man sie gar nicht sehen würde, wäre noch toller. Also, dass es schwebend ausschaut, dass man also die Füße, wo war jetzt da, Gerd, jetzt musst du mir helfen, was haben wir gesagt, fliehend unten drunter? Ja, oder zurückspringen, sorry. Zurückspringen, danke. Dass es vielleicht noch mehr Schwebecharakter bekommt, wenn der Sockel eher, in Anführungszeichen, unsichtbar wäre, dass das dann eher so noch diesen Objektcharakter unterstützt hätte. Statt Schrank einfach ein Designstück sozusagen. Wir haben gesagt, dass vielleicht ein bisschen viel Erwartungen geweckt sind. Das ist so ein fast futuristisches Möbel. Und da stellt man sich halt vor, ja, das ist jetzt tatsächlich mobil, es ist schweben, wie auch immer. Jetzt sind es nur Schubladen. Jetzt sind es nur Schubladen. Also wie gesagt, das sind so diese Ideen, dass man eben sagt, was könnte man jetzt da, aber ich finde es also mit den Schubladen genau richtig, vor allem die verschiedenen Höhen und die vielen Möglichkeiten. Also von daher, Glückwunsch, Boris. Und Schraubendreher-Set. Also gut, wenn er nicht brauchen kann, nehme ich den. Das ist auch noch für dich dabei. Das ist für die Firma. Und das ist für die Firma. Die Firma abgeben. Also, ja. Das eine hergeben, das andere behalten. Also Glückwunsch auch für die tolle Ausbildung. So, beim zweiten Platz, da könnten wir jetzt dann alle drauf anstoßen. Der eine oder andere weiß dann schon, worum es geht. Vielleicht kann sich der Tim Rosenbauer von der Albatros GmbH schon mal so ganz dekorativ, jetzt weiß ich ja, warum die Stele so groß ist, zu seiner Stele stellen. Hat uns insofern super gefallen, diese Kombination von Nussbaum und Beton. Du hattest es als freistehende Stele gedacht und konzipiert. Kleine Anmerkung vom Herrn Lehrer.
sie hätte vielleicht etwas schmaler und ein bisschen feiner und ein bisschen länger sein können, damit du sagst, kriegst du dann irgendwann nie mehr in die Wohnung und kannst oben nicht staubwischen, alles gut. Aber es hat uns eben wirklich beeindruckt, dass das so schön gearbeitet ist von der ganzen Holzstruktur her. Was ja ganz raffiniert ist, ist so dieses total Einfache. Und das ist von allen Seiten, man überlegt sich jetzt, ja, wo ist jetzt eigentlich der große Gap oder der Eingang. Aber trotzdem ist es einfach pfiffig, weil man neugierig wird. Man geht da hin und denkt sich, ja, ist das jetzt einfach nur eine Stele oder was ist es? Und dann, Sesam, öffne dich, dann gehen wir hier dran. Also Sie haben es jetzt umgedreht, nein. Und zeigt einfach, was sich da raffiniert da drin verfolgt. Und es ist wirklich auch die Schlichtheit, die geht ums ganze Möbel herum, ist einfach eine raffinierte Schlichtheit. Also jetzt hat sich, es hat sich verzogen durch die Feuchtigkeit, wurde mir gesagt, aber es ist natürlich von der Idee her durch die Gläser, wenn es noch schmaler gewesen wäre, hätte man gesagt, dann sind es halt nur noch Champagnergläser, geht auch. Also man muss da flexibel sein. Die Herren Architekten, ich würde es jetzt auch merken, wenn ich jetzt hier stehe, es wäre schön gewesen, wenn man die Tür weiter aufmachen könnte. Wenn du also einen Beschlag gefunden hättest, dass du die Tür praktisch umklappen könntest. Also es ging um alles. Es müssten diese Teile hier angeschlagen sein und bin ich jetzt außen vor. Wir fanden es einfach toll. Und ja, auch mit der Beleuchtung und mit allem wirklich wunderschön gemacht. Und hat uns eben sehr, sehr gefallen. Und vor allen Dingen als kleiner Gag, wenn du dann irgendwann mal an den Schrank gehst und nicht mehr den Eingang findest, dann weißt du, du hast genug. Also dann bleib dazu. War die Idee dazu. Okay, dann hole ich dir auch deine. Kann ich ja damit noch hören machen? Ja. Nicht mehr? Ach ja, stimmt, ihr seid ja gut so. Gut. Platz 1 kriegt er dann. Auch als Geschenk, wunderbar. Ja, irgendwann wächst man aus allem raus. Also auch ja, also dann haben wir schon mal den zweiten Preis jetzt gut losgebracht. Und beim ersten Preis, da muss ich jetzt ein kleines bisschen, sagen wir mal so, ich habe überlegt, was ziehst du an? Als Frau hast du ja öfters das Problem, bei den Jungs ist es nicht. Ach übrigens, als du reingekommen sind, habe ich gesagt, die junge Dame passt genau zum Küchenbuffet. Das war total toll, das ist so vom Stil her, vom Look her, absolut eine Einheit. Also da stimmen sie dazu. So, jetzt habe ich gedacht, was ziehe ich jetzt an? So, also mit Holz, da konnte ich nicht dienen, dann so Plättchen. Dann habe ich gedacht, na gut, also meine Jahresringe trage ich woanders, die kann ich auch nicht so zeigen. Aber man könnte versuchen, beim Blumenholz und bei der Ornamentik ein kleines bisschen von dem Kleid auf den Gewinner von heute zu schließen. Was haben wir noch nicht geschafft? Den Kleid zu gewinnen. Ja, okay, alles klar. Ich habe eine Lüse. Schaffen wir auch noch. Das schaffen wir auch noch. Also, der Andreas Schlosser von der Wölfe GmbH, so steht es auf meinem Zettel. Sie haben sich die Idee mit dem Couchtisch gezogen. Sehr schön. Was diese Arbeiten betrifft, jetzt muss ich wieder gucken. Also Hirnholz, Ornamentik und Intarsien. So, super. Gebleicht, also Friseur. Es ist eigentlich ein sehr femininer Tisch, weil alles, was man da brauchen kann, kann man so auch in der Mode unterbringen. Also von dem Gemischten da vorne, von dem Gebleichten, also es ist alles drin. Schubladen, alles super schön gemacht, ob jetzt von vorne, von hinten, irgendwo im Wohnzimmer stehen, klasse. Und jetzt kommt das kleine, große Aber. Für Füße oben drauf, super als Couchtisch. Das ist ungefähr 90% wahrscheinlich von der Benutzung eines Couchtisches, dass man seine Füße oben drauf legt. Fertig, Kissen drunter zur Not noch, damit man das schöne Stück nicht kaputt macht. Aber Füße drunter,
Das ist ein bisschen schwer. Das kam von meinem Partner, oder? Nein, das kam von mir. Es gibt eine recht schöne Geschichte dazu. Okay. Wir haben das Ganze geplant und so quasi. Der Herr Wagner meinte, nein, die Füße müssen unter den Tisch. Und der Chef hat gesagt, nein, die Füße können auf den Tisch. Das ist super, aber wie gesagt, ich sitze jetzt zum Beispiel vor meinem Sofa mit den Füßen unter dem Tisch. Also das ist jetzt ganz anders. Ich habe die ganzen Beine unter dem Tisch. Und das wird bei den Nudeln sehr schwer. Also wir haben es alle mal getestet, wir haben alle die Füße nicht drunter gelegt. Also wir waren uns da wirklich sehr, sehr einig. Da muss nicht viel dran passieren. Das nimmt man einfach so, wie es ist, das Stück. Wunderschön. Man ist nichtsdestotrotz einfach total formschön. Wunderschön. Und wir haben mal so diese Proportionen uns einfach nochmal vor Augen gehalten. Es hat halt so eine ganz besondere Anziehungskraft. Das heißt, es ist so ein Hingucker. Und wenn man rumgeht, dann entdeckt man erst, dass die in Phasien, dass diese Hirnholz ornamentik vorne und hinten kommt. Im ersten Augenblick denkt man ja, das ist jetzt die Showseite und da hinten ist dann die Rückseite. Aber falsch gedacht. Und ja, das hat uns letztendlich überzeugt, dass das einfach so einen besonderen Pfiff hat. Also es war sehr, sehr schwer, das muss man wirklich zugeben, also weil verschiedene Stücke, die ihr gefertigt habt, einfach unterschiedliche Stärken haben und auch unterschiedlich die Aufmerksamkeit erwecken. Und bei den Stücken ist es halt so besonders gut gelungen. Also von daher darf ich auch Ihnen, junger Mann, wenn er denn, wo ist er denn, weiter, den ersten Preis überreichen. Dankeschön. Und wie gesagt, suchen Sie es auf jeden Fall. Ausbildungsbetrieb ganz viele Schwierigkeiten, wenn vorne die ganzen Schienbeine irgendwann im Eimer sind. So, die Geschenke, da bin ich schon wieder raus. Dankeschön. Also ich glaube, an der Waage lag es. Das ist alles okay. Ja, also von dem her, ich glaube, wenn man sich so die Stücke anschaut, es hat Ihnen allen super Spaß gemacht, die herzustellen. Nehme ich jetzt einfach mal an, oder ich hoffe es. Ich finde es total faszinierend, was man aus einem Baum alles machen kann. Und nicht nur Zahnstocher, wenn man das so ab und zu bei, wie man das in der Sendung mit der Maus sieht, wie aus einem schönen Baum ein Zahnstocher wird. Aber deswegen muss ich wirklich sagen, es war für mich ein unheimlich tolles Erlebnis, hier gestern Jurymitglied sein zu dürfen. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Ich bin allen Menschen weiterhin für den einfach tollen Beruf, den ich super, super spannend und schön finde. Und ich finde, sie haben alle sehr, sehr schöne Meisterwerke, Meisterinnenwerke hier gezaubert. Und ich denke, sie machen alle ihren Weg. Und ich wünsche Ihnen dafür alles, alles Gute. Bitte den zukünftigen Architekten einfach immer ein Stück dazu, weil sie werden oft feststellen, dass ihnen irgendjemand, also sei es ein Architekt oder ein Ingenieur, was vormachen will und sie aber genau wissen, warum das Material in der und der Form reagiert und zu bearbeiten ist und auch seine Stärken und Schwächen hat. Sprechen Sie mit den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten, genauso wie mit den Kunden. Oftmals möchte ein Kunde mit dem Kopf durch die Wand und ist vielleicht auch überzeugt und hinterlegt es auch durch finanzielle Potenz, die er da an den Tag legt. Aber Sie werden immer wieder feststellen, wenn Sie Ihr Know-how und Ihre Begeisterung und Ihre Fertigkeiten einbringen, dann wird es immer ein guter Weg und Sie werden beide einfach immer wieder ein glückliches und ein gutes Ergebnis haben. Und der Sie beauftragt oder der mit Ihnen zusammenarbeitet, der wird immer davon profitieren und das wünsche ich Ihnen, dass es einfach ein schöner Lebensweg, ein schöner Berufsweg wird. Alles Gute. Ich habe noch eine Liste dazu. Mit einem Notendurchschnitt glatt von 2,0 ist es von der Firma Albatros, der Tim Rosenbauer. Thank you.
Zweitbesten der Innung. Da war es dann ganz knapp zwischen den beiden Erstplatzierten. Die haben beide jeweils einen Notendurchschnitt von 1,5, also die 1 in der Gesamtnote. Da dreht sich wirklich nur noch um ja, Kommastellen hinten. Das ist von der Schreinerei Wölfe, der Andreas Schlosser. Ein Super. Dann haben wir noch einen Preis zu vergeben, der Innungssieger. Ja, wirklich auch wieder mit einem Schnitt von 1,5, ein paar kleine Prozentpunkte mehr, ist von den Möbelmachern der Samuel Wittmann. Und jetzt bekommen aber natürlich auch alle ihr Zeugnis, damit dann der Christian Bickelmann euch freisprechen kann. Und dann den Gesellenstand erheben. Aber es gibt ja erstmal Zeugnisse. Dann teilen wir jetzt einfach mal alphabetisch aus und jeden nochmal gleich Glückwunsch mit dazu. Hier ist dann euer Prüfungszeugnis drin mit euren Noten gleich mit dabei. Und einmal noch der Gesellenbrief. Das ist in dieser schönen Mappe hier. Und da wollen wir dann starten mit der Marie Adler. Julius Schuster von der Lebensgemeinschaft Münzikow. Den Louis Wörl von der Schreinerei Ocker. Und zum guten Schluss noch den Samuel Wittmann von den Möbelmachern. Liebe Azubis, Graf meines Amtes als Obermeister der Schreinerinnung Nürnberger Land spreche ich euch von der Lehre frei und erhebe euch in den Facharbeiterstand. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil. Martin, hast du noch was? Nein, Fotos. Fotos, wenn man dann noch mal